Nach Verbot und Krieg blieb Zerstörung. Erst 1965 konnte die Freimaurerloge zum Ölzweig ihr neues Logenhaus beziehen. Folgen Sie mir nun in das Ölzweighaus. Das Erdgeschoss ist geprägt von einem Sitzbereich mit historischem Kamin. Im großen Festsaal können bis zu 250 Menschen zusammenkommen. Das Bremer Zimmer für kleinere Zusammenkünfte. Folgen Sie mir jetzt nach oben in den Tempel. Das Meisterzimmer mit den Bildern unserer gewesenen Logenmeister. Vielen Dank, dass Sie mich kurz durch das Ölzweighaus begleiteten.